können hier nicht sterben, außer wir fallen in irgendwelche Abgründe oder so. Was man natürlich möglichst vermeiden sollte. Und man sollte sich auch gerade als Flugzeug ordentlich umgucken, weil man da oft irgendwas hat, was man so finden kann an Sachen, Blumen, rote Münzen, wie auch immer. Und wie ihr gesehen habt, die Zeit ist relativ kurz, man sollte sich also beeilen. In dieser Welt ist das noch nicht schlimm, es gibt einige Welten, da bedeutet eine Zurückteleportation auch gleichzeitig der Tod, weil man dann erstmal nach unten fällt und meistens dann in irgendeinen Abgrund runter oder Stacheln oder sonst irgendwas, was uns sofort umbringt. Also keine ganz angenehme Sache, sondern nur muss ich schauen, wo ich bin. Nein, nein! So, das ist der Zielblock. Dann kriegen wir Mario wieder und wir können auch leider... Wir könnten noch zurück, theoretisch, wenn wir wieder runtergehen und dann zurücklaufen. Geht jetzt noch, später nicht mehr. So, von da sind wir raus, oder? Ja. Gut. Dann sollten da jetzt die letzten beiden... Nein? Nein, irgendwo runter. So, dann ist das eine Blume, hoffe ich. Ja. Hier geblieben. Oh, die Dinger sind fies. Die hauen so schnell ab. Gerade wenn sie irgendwas Wertvolles bei sich haben, ist das richtig gemein. So, wir haben alles. Nett. Oder? Ja, 100 Punkte. Auch geschafft. Sehr schön. Und nun könnte langsam mal ein Minispielchen kommen. Theoretisch. Natürlich nicht. Oh Gott, was für ein Scheiß wieder im Fernseher läuft. Ich will überhaupt einen Fernseher werde ich aufnehmen. Gut. Und so gestaltet sich dann halt der Lauf so langsam über die Zeit hin. Oh. Kleiner Junge beim Krafttraining. Das kann auch nur bei RTL kommen. So ein Scheiß. Warum hab ich so einen scheiß Sender eigentlich? Ja, nicht wundern, ich habe derzeitig etwas sehr viel Freizeit aufgrund einer Operation, die mich daran hindert, vernünftig zu laufen. Da habe ich mir gedacht, lass die Schule Schule sein und warte einfach, bis es heilt ist. Klappt soweit auch ganz gut. Es heilt langsam, gemächlich. Oh Gott, was war das denn jetzt? Ich sollte weniger Müll sammeln und einfach weitermachen. Auf jeden Fall, wenn mir so langweilig ist, dann kommen halt einfach so dumme... Na, dumme nicht, aber... Auch so wenig informative Sender wie RTL. Weil ich einfach auch keine Lust habe, mich jetzt irgendwie den halben Tag nur von irgendwelchen Nachrichten zu berieseln. Und da ich, wie gesagt, läuferisch etwas eingeschränkt bin, reduziert sich auch meine Freizeitgestaltung etwas. Auf Fernsehen schauen. Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt aber auch endlich mal wieder genug Zeit zum Aufnehmen. Na, da war der Steckkreis, auf den warte ich noch ein klein wenig. Was war das denn jetzt, Domino Day? Egal, hier ist irgendetwas, was wir einsammeln. Okay, es waren nur Sternchen. Na, komm runter. Irgendwie habe ich das Gefühl, man bekommt hier noch alles geschenkt, oder? Da kommt der gleich ein Felsen? Nein. Oh, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Da befindet sich nochmal ein extra Minispiel drunter. Kümmern wir uns auch gleich drum. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob hier eine rote Münze drunter ist. Nein. So, der Schlüssel ist mal gut, mal eher schlecht versteckt. In dem Falle, wenn man nicht aufpasst, findet man ihn eigentlich so gut wie gar nicht. Aber in diesem Fall haben wir ihn quasi schon gefunden. Wir haben ihn nicht schon gesehen. Die Kiste lassen wir jetzt mal da. Ach was. Einfach durch. Na toll. Achso, da waren nur Sterne. Super. Und dann müssen wir mal schauen, wo der Schlüssel inzwischen ist. Ah, diese Pusteblumen. Auch grausam. So. Der Schlüssel zählt quasi als Ei. Man kann ihn zwar nicht werfen, aber er verbraucht den Platz eines Eis. Wir haben jetzt also nur noch 5 Eier übrig. Aber dafür können wir jetzt einfach mal hierher schleppen. Und dann kommen solch lustige Minispielchen. Ballonduell. Drücke innerhalb der vorgegebenen Zeit nacheinander die angezeigten Tastenknöpfe, um den Ballon wieder zurückzuwerfen. Platzt der Ballon bei deinem Gegner, gewinnst du ein Ab. Platzt er bei mir hingegen, habe ich ein Problem.
Ja, die ganze Nummer ist jetzt etwas blöd. Weil man ungefähr genau wissen muss, wann er platzt. Man kann ihn jetzt zwar auch hin und her werfen. Dann wird er jetzt immer schön hin und her geworfen. Und wir müssen quasi genau abpassen. Wir müssen nicht genau abpassen, aber... Es ist blöd, wenn er bei uns platzt, sagen wir es so. Und er kann so ewig groß werden. Ja, jetzt platzt er bei uns. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Genau das meine ich. Ballonduell ist so ungefähr das Schlimmste, was es auf in diesem Spiel irgendwie als Minispiel gibt. Wir bekommen zum Glück noch eine zweite Chance. Aber deswegen hasse ich Ballonduell so sehr, weil ich so schlecht abschätzen kann, wann er jetzt platzen soll. Ich lasse ihn einfach wachsen. Wobei, nee, die Kombination ist mir zu blöd, also geht er wieder zurück. Vor allen Dingen, man weiß auch nie, wie lange er jetzt braucht, um das Ding zu werfen. Kriegt er die Kombination schnell durch, kriegt er sie langsam durch. Brauche doch etwas länger. Sondern platzt du mit Ding. Ach, na toll. Ja, da konnte ich nicht mehr was machen. Ich hasse Ballonduell, ich hasse es. Da quäle ich mich jetzt aber durch, da gibt es kein Pardon. Ungeschnitten und zensiert. Eine leichte Kombination. Ah, das ist eine schöne. Okay, die lasse ich jetzt einfach so durchlaufen. Jetzt hören wir zwar ganz viele... aber egal. Mal schauen, wie groß er ungefähr werden kann. Bevor er dann... Platz, ja, das war zu früh. Danke, ich kriege ihn gleich wieder. Wow! Bläh, bläh, bläh. So. Okay, wir kriegen ein Leben. Ach, ein ganzes Scheiß, ein tolles Leben. Damit könnte ich das auch unendlich oft machen. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Ich kümmere mich lieber hier ums Geschehen. Das habe ich zwar schon runtergestampft. Das heißt, das ist nicht mehr drunter, aber egal. Na, oh, da flogen wieder Sterne. Wobei, ich glaube... Nee, im Moment nur Münzen. Wenn wir volle Sterne haben und wir öffnen irgendwas, wo allen die Sterne drinne sind, kommen da Münzen raus. Ja, super. Nun könnte ich die Kiste doch nochmal gebrauchen. Danke. Erzähl mir nichts. Danke. Willst du mich verarschen? Ich habe mich doch gerade entfernt. Ja, ob Gegner wiederkommt oder nicht, das hängt von gewissen Voraussetzungen ab. So, jetzt haben wir keine Kiste mehr. Jetzt muss ich schauen, wie ich die restlichen zwei Sterne zusammenkriege. Ist das hier groß genug? Nein. Nee. Ich habe nirgendwo genug Platz dafür, ne? Was mache ich da? Was mache ich da? Minispielchen spielen, das ist es. Im Zweifel ist dieses Minispiel doch mal richtig brauchbar. Ha. Oder kriege ich hier. Das sollte gehen. Ja, wenn ihr mal schlechte Karten mit den Sternen habt, dann könnt ihr eure Eier über Bande spielen und mit der Zunge wieder auffangen. Dann werden die erst gelb und danach rote Eier. Wenn gelbe Eier zerplatzen, dann... geben sie euch eine Münze, eine normale. Wenn rote Eier zerplatzen, bringen sie euch zwei Sterne. Ja, toll. Das Dumme ist, wenn sie nicht zerplatzen, sondern an der Wand abprallen, dann nützt mir das auch nicht. Also muss ich jetzt irgendwie was finden, woran Eier kaputt gehen können. Aber es fehlen ja noch einige Blumen. Das heißt, das kann auch nicht das Ende des Levels sein. Ich werde das jetzt einfach mal probieren. Was räuchte ich da eigentlich hoch? Ach, da kommt ja noch so viel, richtig. So, und da haben wir auch schon was, woran Eier kaputt gehen. Was für ein Scheiß. Und ich mache hier sonst Müll. Echt Quark. Entschuldige, dass ich jetzt so lange in so etwas Sinnlosen abhänge. Da habe ich mir echt selbst ins Bein geschossen mit. Sondern kommt runter da.
mir aber auch klar sein müssen eigentlich. Ach so, lustige Schalter, ja. Okay. Also stampfen wir jetzt erstmal alles runter. Und dann aktivieren wir das geheime Wölkchen und wir finden einen Schalter, oh Wunder. Und der zeigt uns ein Pfeil und solange dieser Pfeil angezeigt wird, kommen wir dann hier hin. Und das ist eine Wippe, toll. Meistens sind irgendwelche Bonusspielchen nicht immer ungefährlich. Das heißt im Moment schon, aber im späteren Level nicht mehr. Da kannst du durchaus schon mal sein, dass wir Lava-Becken und sonst was bekommen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Muss man halt auch immer etwas vorsichtig sein mit. Gut, wie sieht jetzt 3 Münzen, eine Blume? Das sieht schlecht aus, aber die Blume ist da oben, wie ich gerade sehe. Und das erfordert einen Balanceakt. Sehr schön. Das mag ich an diesem Spiel besonders gerne. Diese wunderbar... Wow, das war einfach. Okay, damit haben wir alles. Ja, dieses Spiel... Weiß nicht. Wie man sehen kann, wenn wir auf dem Rand eines Steines sind, rollt der in die entsprechende Richtung. Werden wir später noch ausnutzen müssen. Das ist etwas schwer einkalkulierbar, wie schnell dann irgendwann mal wird und so. Zumindest finde ich das so. Das ist natürlich deine persönliche Meinung, sondern geben wir das Fick für das Leben. Und dann sollten wir 100 Punkte haben. Ja, sehr schön. Dann kann ich das Level auch endlich beenden. Waren lang genug hier drin. Block. Und dann sollten wir auch gleich beim ersten Schloss schon sein, ne? Ja, danke, ich weiß, dass ich 100 Punkte habe. Kriegen wir jetzt 3 Leben? Ja. Jo, die erste Festung. Ja, es gibt quasi eine Festung, ein Schloss pro Welt. In dem Fall ist es Zilubus Festung. Das ist quasi der Mittelpunkt. Und ja, die Dinger sind auch toll. Wie wir vielleicht gerade sehen können, es gibt hier lustige Quadrate. Wenn wir dagegen springen, dann kommt da ein Ei raus. Dieses Ei bekommen wir nur einmal auf diesen farbigen Blöcken. Deswegen sollten wir mit denen auch einigermaßen vernünftig umgehen, wobei bei gelben Eiern ist das nicht schlimm. Ich habe euch ja gerade schon erzählt, was passiert. Wie man auch anders an gelbe Eier kommen kann, einfach an die Bande spielen und wieder auffangen mit der Zunge. Oh, da haben wir es schon. Gut. Kleiner Geheimgang mit ganz vielen Münzen hier oben. Bling, 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 bling. Oh, Leben. Und dann fällt man hier runter. Oder auch nicht. Stille. Ja, es ist für euch jetzt garantiert wunderbar spannend zu sehen, wie ich hier jetzt irgendwie in totaler Stille hier oben langlaufe. Drüber und weiter damit. Und wieder laufen, 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 laufen. Das geht jetzt durch den gesamten ersten Part so durch. Und hier hinten könnte ich mich dann gleich irgendwo runterschießen. Nämlich hier. Habe ich jetzt aber nicht vor, denn da sind ganz viele lustige rote Münzen und Blumen und was man nicht so alles für eine Festung brauchen kann. Und wie wir gerade sehen, sind auch schon die Zilubus. Diese lustigen Oberlichse, die so lustig durch die Gegend hüpfen. Wow. Ich gebe Sterne. Bleibt still stehen da. Ja, die Zilubus sind etwas schwer einzuschätzen. Das heißt, sie sind nicht schwer einzuschätzen, sie sind einfach nur blöd mit dem Rumgehüpfe. So, da ist noch eine Falte, die möchte ich nicht aktivieren. Ach, scheiß drauf. Und dann, tschüss. Ja, dann komm runter. Willst du mich verarschen? So, jetzt hüpft er gleich in die Lava. Oder ich mache ihn vor platt. Da gibt es Eier, auch schön. Und dann Lava. Wenn mir diese Lava reinfallen, brauche ich euch wohl nicht zu erzählen, sind wir so ziemlich sofort tot. Was ihr euch hättet jetzt garantiert auch schon selbst denken können. Diese Feuerbälle hätten wir eben gerade schlucken können, hätten Feuerarten gehabt. Ich habe es nicht gemacht, aus welchen Gründen noch immer, egal. Was machen wir?
Wie wir sehen können, da geht es nicht weiter. Da gibt es dieses Fragezeichenwölkchen. Mit einer Brücke. Wozu man sowas einbaut, keine Ahnung. Weil eigentlich total leicht zu durchschauen. Gibt es später einige Rätsel dazu, die jetzt aber auch nicht so schwer sind. Das Ding mag ich ja besonders, diese Tippe hier. Na, komm her.